Beirauchern hier in Mainz. Ja, sind das die Mainz? Ich glaube, ne? Ich glaube, ja doch, ich glaube, Beide aber mal. Die teilen sich beide gut aus. Noch sehr aus. Irgendwie passt das nicht. Was meinst du? Da Funk ist oben blau. Ja. Aber unten rot. Ja. Das stimmt. Aber ich denke mal, da kann man doch einfach drüber wegsehen, oder? Erstmal. Ja, aber die Kameras sind ja auch vertauscht. Also Ian müsste ja rechts und der Funk müsste links. Ja. Nee. Also vom Namen her, doch. Also vom Namen her. Guck mal ganz nach oben. Achso, so meinst du das? Ja, okay. Aber wie gesagt, wir sind ja professionell hier. Also ist das nicht so schlimm? Das passt. Also ich meine, man sieht die beiden. Man weiß, genau, wer spielt. Man weiß ja, wer das ist. Das sind ja jetzt nicht unbekannte Leute. Auf jeden Fall teilen sie sich hier gut aus. Die Combo war auf jeden Fall der krass. Das war heftig. Das war echt nicht schlecht. Was ich auch gerade sehe, anscheinend bei diesem... Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Mit Ash auf jeden Fall. Oder ist nicht mehr Ash? Wer ist die andere da? Egal. Wir wechseln halt immer die Pokémon, ne? Ja. Mit jedem Leben. So ein Pokémon-Trainer an sich. Ja, ja, jetzt wo du es sagst, macht das, ist das Einleuchten. Ja, aber man kann die auch im Kampf wechseln tatsächlich. Achso. Es kommt nicht nur auf das Leben an. Also man kann im Kampf zwischen drei Pokémon wechseln. Ich weiß nicht, Shiggy. Wie heißt das Drachending? Ich bin aus Pokémon komplett raus. Ja, kann sein. Ich weiß es halt auch nicht. Ja, ich weiß, irgendwer sitzt da jetzt schon zu Hause vor seinem Monitor und denkt sich, was für Vollidioten, die wissen nicht mal, wie das Pokémon heißt. Ja. Aber ist mir relativ egal. Ja, ich habe halt auch echt wenig Ahnung von diesem Universum dort. Also eigentlich, das sind ja mehrere Universen. Das ist ja das Schöne. Okay. Ja, ist dir nicht aufgefallen. Wo denn? Ja, wenn du jetzt bei der Charakterauswahl besitzt. Aber ich muss sagen, es ist... Doch, also ich kenne eigentlich fast alle Charaktere aus dem Spiel. Ah, okay. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ich muss sagen, jetzt passiert gerade ein bisschen der Funk. Das ist... Ja, nee, wobei... Also Ian ist gerade schon am Struggeln, finde ich. Findest du? Ja, weil der Funk hat 40%. Ja. Ian ist jetzt auch rausgeflogen, ja. Switcht das Pokémon. Aber der Funk ist auch nur bei 57%. Also ja, ist 65, aber ist nicht viel. Hat er eigentlich auch nichts zu bedeuten, ne? Er kann ja auch einfach K.O. rausgeflogen werden. Rausgeworfen werden. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nein. Es muss schon eine Menge passieren. Aber er ist halt auch einfach echt gut in Fläche retten. Also das haben wir auch schon davor gesehen. Ja, die können das einfach. Nein und Virgo. Das ist Instinkt, was da gerade... Also die denken nicht, das ist einfach Instinkt. Weißt du? Die handeln einfach. Ja, wenn du halt... Das ist halt wie, wie schon gesagt, ne? Wenn du halt einfach irgendwo in so einem Spiel drin hast, dann machst du die Moves einfach. Ja. Ist so. Das ist halt wie zum Beispiel bei Counter-Strike, wenn du weißt, okay, da... Ab in der Ecke kann ich meine Flashbang werfen oder so. Ja, aber wer spielt heutzutage noch Counter-Strike? Ja, Gambling-Addikte. Also, stimmt. Es ist schon, glaube ich, ein großer Teil noch. Und außerdem, da es ja auch kostenlos ist... Ja, nee, ist ja immer noch ein riesiges Spiel. Ja. Richtig. Also. Und auch gerade mit dem frischen Update, ich denke mal, eben schon ein paar. Aber der Funk hat hier gerade die Kontrolle. Ja, ja. Er hat hier gerade richtig die Kontrolle. Haben zwar beide nur einen Leben. Und das sieht echt nicht gut aus für ihn. Ja, aber... Vielleicht kommt da jetzt noch was. Ich meine, jetzt kommt gerade die Combo auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt gar nichts mehr. Doch. Nein, da kommt doch, doch, doch. Nein, der Funk hat schon gewonnen. Ich sag das jetzt so. Der Funk hat schon gewonnen. Ja. Es wird schwierig. Für wen bist du? Ich bin der Meinung, das könnte tatsächlich noch blau gewinnen. Wer ist blau? Ian. Hast du richtig gelesen? Ja, habe ich richtig gelesen. Ich musste erstmal kurz nochmal überlegen. Ja, aber das wird der Funk gewinnen. Ach du Scheiße. Ich hab's gesagt. War das schlecht? Das war so unglaublich schlecht. Ich hab auf ihn gewettet, ne? Ja, und jetzt hast du verloren. Ich hab verloren. Ich hab gerade. Ich hab meinen Monatsgehalt verloren gerade. Wie fühlst du dich? Ja, schon schlechter. Ja, wird mir aber auch stinken tatsächlich. Ja, aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Nee. Also. Ist ja auch nur die erste von jetzt insgesamt 4 Runden gewesen. Wenn es 4 Runden dauert. Ansonsten ist es Best of 3. Best, nee, Best of 5. Genau, aber nach nicht 3 Best Runden, nach 3 Runden gewinnen sie. Warum? Ja, wenn einer 3 Runden erreicht hat, dann geht's ja nicht weiter. Richtig. Richtig. Hast du gut erkannt. Ja, du auch, ne? Ja. Du hast auch ein bisschen gebraucht. Aber wann geht das hier weiter? Warte, was machen die denn da hinten? Ja, die wählen gerade aus. Also die sind gerade am Charakter auswählen und wir können es nicht sehen. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Haben wir irgendwas ausgesteckert? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
Sieht auf jeden Fall alles gut aus. Auf jeden Fall haben wir das Ding hier wieder gefunden. Was ist denn das? Kannst du das einmal näher beschreiben? Stiefbruder von dir, würde ich sagen. Stiefbruder? Ja. Ja, danke. Ist halt ein Robber, ne? Aber es sind auch wieder dieselben Charaktere. Ich dachte, jetzt würde vielleicht mal eine kleine Unterschied. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Nee, ist halt auch. Aber die Musik ist jetzt wild. Also, ja, das ist schon eher so ein Jam, wo man jetzt sagen könnte, ja, das entspricht auf jeden Fall auch der Action, die da abgeht. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Weiß ich ja nicht. Wieso? Ist schon wild, aber. Ja, gut. Das entspricht jetzt nicht der Action, die da abgeht, weil. Nee, also am Anfang war es natürlich jetzt dran. Wenn der Funk jetzt wieder so fummelt, wie er letzte Runde gefummelt hat, dann fahre ich ihn nicht nach Hause. Dann kann er laufen. Oder mit Zug fahren. Ja, das ist tatsächlich. Er hat ja eh schon Angst davor gehabt, dass er heute nicht ordentlich nach Hause kommt. Echt? Ja. Warum? Ja, aufgrund von Niederlagen, ne? Ah. Die er gegen mich hatte. Ah ja, du hattest ihn ja echt fertig gemacht, ne? Ja, tatsächlich, also so als. Tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, also vielleicht werde ich nachher einfach. Weiß ich nicht, vielleicht hast du ja so ein Talent für das Spiel. Ja, aber auch anscheinend nur den Leute, die das erfahren sind. Mhm. Weil wenn ich gegen dich spiele, du bist ja auch Neueinsteiger wirklich, dann weiß ich nicht, also irgendwie, wenn zwei Leute dann nur Wildtasten drücken, dann. Dann gewinnt wohl der irgendwie schneller ist. Aber das sieht ja schwierig aus, um das jetzt noch zu retten. Oh, ja, aber. Aber er ist auf jeden Fall noch dabei. Er kann die Prozent jetzt natürlich nicht nach oben treiben, weil er gestorben ist, aber er kann es gleich nochmal versuchen. Ja, beide um zwei jetzt Leben. Jetzt ist halt wieder even, ne? Also. Aber alles wieder möglich. Man sieht, er spielt ein bisschen vorsichtiger und ich würde sagen, das müsste er eigentlich ändern. Meinst du? Ja, also ich schätze ihn eigentlich schon so ein, dass er ja eigentlich ein recht aggressiver Spieler ist. Wer denn? Fiong. Also davon. Ups. Ja, egal. Ups. Ja. Also ich meine, zumindest habe ich das so gesehen, aber. Damn, also er kriegt voll auf die Fresse. Also. Er akzeptiert es auch gerade, aber. Ja, er hat genickt. Er ist, glaube ich, gerade ein bisschen. Wie hieß das nochmal auf der Hinfahrt, dass da Funk easy gegen Ian gewinnt, weil Ian irgendwie nur so 2 Stunden Schlaf hat oder was war das nochmal? Ja, irgendwie so in die Richtung ging das. Mhm. Vielleicht hat er auch ihn jetzt einfach erstmal nur ein bisschen spielen lassen, so, weißt du? Glaube ich nicht. Ich glaube, da Funk kriegt einfach hart auf die Fresse. Das ist schon ein bisschen doof, würde ich sagen, ja, weil ich glaube, das hat er sich auch anders vorgestellt. Ich bin mir auch gerade überhaupt nicht sicher, ob das jetzt, wenn einer rausfliegt, ob das dann schon direkt vorbei ist. Ich habe keine Ahnung. Nee, wir haben halt einfach keine Ahnung. Wir sind ja professionell. Deswegen sitzen wir hier auch, weil kein anderer das machen möchte. Weil wir das halt einfach am besten machen. Ja, die anderen spielen halt, ne? Die bereiten sich vor. Nö, da stehen so 3-4 Leute rum, die mal gar nichts machen. Ja, okay. Ja gut, gibt's halt auch, ne? Ja. Aber ich würde sagen halt, ne, wir unterhalten uns da schon recht gut, also ich hab da... Ja. Also, solange die Zuschauer das auch abhalten können, das glaube ich hier... Die Mikrofone brabbeln, passt das. Ja, ich weiß nicht mal, wie viele. Viele Runden? Nee, Matches? Wie viele. Wir können den Chat ja leider nicht sehen. Ja, tatsächlich. Aber du, ich glaube, mich würde interessieren, wie viele Leute zugucken. Ich weiß es noch gar nicht. Es ist wahrscheinlich wieder so 3 oder so. Ja, aber selbst für die 3 könnte man ja schon gucken. Du meinst, die 3 sind es hier wert, die zugucken? Ja, also ich meine, es sind immerhin 3 Leute, ne? Ja. Also 3 Leute, falls es überhaupt 3 Leute sind. Ja. Die lachen uns bestimmt schon aus und sagen, ne, sind gar nicht 3 Leute. Vielleicht die sehen das ja. Irgendwas, ne? Also die schreiben mit Sicherheit, aber wir können es leider nicht sehen. Ja. Ist halt doof, laufen von uns. Aber vielleicht ist es auch besser so, weil sonst... Ich glaube, wir sind... Aber siehst du das eigentlich, wie sie sich da gegenseitig noch... Okay. Dein Ich wollte gerade sagen, wie sie sich halten. Es ist noch alles drin. Ich glaube, wir sollten einfach gar nichts mehr sagen. Weil immer wenn wir sagen... Davon gewinnt oder guck mal, wie er sich hält, dann fliegt er einfach instant raus. Ja, das ist halt Problem. 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 Vor allem ja, wirklich, für... nein. Ja, doch. Vor allem für Rot. Ja. Das war. So, ach ja, ist ja noch eine Runde. Ja, eine Runde ist noch. Ja, guck mal, oder ich kann ja so gucken, und was sie auswählen. Schlachtfeld ist es wieder, glaube ich. Ja, ist auch okay. Also, ich glaube, da sieht man auch am besten, was abgeht. Ja, ich mag die Karte auch. Also. War Pokémon Center wäre auch witzig. Nee, Pokémon Feld, nicht Center war das. Pokémon Center? Ja, da wo... Die Arena da. Ja, die Arena, das meine ich doch. Mhm.
Okay. Ja. Ja, da wo du runtergefallen bist. Ah, geht schon wieder weiter. Übliche Charaktere. Nur, dass es auch genauso weitergeht wie davor. Also, da Funk wird komplett hops genommen. Also, Ian hat schon gewonnen, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir noch, ich weiß gar nicht, sollen wir noch weiter kommentieren? Ich weiß es nicht. Bringt ja egal. Sollen wir ihn vielleicht erstmal noch ein Energy bringen? Danach? Ich glaube, er trinkt keinen Energy. Ja. Gut, dann halt nicht. Ne? Ich glaube, er macht das alles aus eigener Kraft. Ja, so sieht auch aus. Also jetzt. Aus eigener Kraft? Doch schon. Du bist ein bisschen disrespektvoll heute unterwegs. Heute? Ja. Ich war eine Woche nicht da, ich muss eine Menge nachholen, ne? Das ist halt so, ne? Nee, der Funk schafft das nicht. Doch, na klar. Nein. Doch, ich setze jetzt das meine... Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Meine vollen 2 Euro im Portemonnaie auf ihn. Echt, wahr? Ja, ich glaube, bis hinten auf 1 Euro. Na, dann willst du aber nicht schaffen. Doch. Nein. Doch, ich glaube an ihn. Schafft er nicht. Warum nicht? Also, was ist dein... umgekehrte Psychologie und du verkackst es gerade. Ja, und? Da Funk wird das nicht gewinnen. Okay. Ja, wenn du das meinst, ich bin anderer Ansicht. Also für mich ist es sowieso eigentlich, ich bin da unausgeglichen. Bist also, du da eher bisschen neutral oder eher biased? Also. Ich bin neutral, also ich habe jetzt hier keinen Favoriten. Nicht? Warum? Ian zieht gut durch, sind beide auf 2 Leben. Ian hat schon 2 Matches gewonnen. Also könnte schlimmer sein. Auf jeden Fall hat gerade der Funk die Überhand. Ja. Jetzt hat er ihn wieder raufgelassen. Oh, damn. Das war Daddy. Das tat schon weh. Hat man auch an den Prozentzahlen gesehen. Ah, das Pokémon, das finde ich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Warum? Also, weil ich die Attacken davon nicht nachvollziehen kann. Also, ach so, okay. Also, ja. Ich kann die, also ich selber kann die einfach nicht kontern, wenn da einer das macht, aber... Ich glaube, das liegt aber auch an dir. Ja, natürlich liegt das an mir. Also ich denke mal, jemand, der nur ein bisschen Grips hat und das Spiel schon etwas länger spielt, kriegt das, glaube ich, ganz gut hin. Aber wir sehen, der Funk hat noch 2 Leben. Ian ist auf seinen letzten jetzt runter. Könnte natürlich die doch für ihn aussehen. Also ich würde mich auch freuen, wenn es jetzt tatsächlich jetzt hier noch in eine Verlängerung geht. Das wäre cool, ja. Also, meine Wahl an sich war es ja jetzt ein Match, was mich persönlich überrascht hat. Warum? Weil ich der Funk einfach stärker eingeschätzt hat anhand der Spiele, die wir jetzt so gespielt hatten. Mhm. So, wo wir jetzt zu viert im Boxring waren. Mhm. Aber er ist ja auch noch dabei, ne? Hier gibt's er ist noch echt gut dabei, ja. Er ist zwar schon bei Rot, 121%, aber das... hat wohl nichts zu bedeuten an dem Spiel. Habe ich so manchmal das Gefühl. Nee. Also er lässt sich halt nicht treffen. Ich glaube, das ist auch einfach nur eine Nummer, weißt du? Eine Nummer. Einfach nur eine Nummer, die er spielt. Ja, eine Nummer. Ah ja, ja. Boah. Oh, wieder geflogen ist, ey. Er muss sich retten, ne? Ja. Oh, das sieht jetzt schlecht aus. Ja. Bam. Aber 123%, beide auf ihrem letzten Leben. Also ich glaube, das wird... Die Runde geht an den Funk. Da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht. Doch. Ich bin mir sehr, doch jetzt sehr, sehr, sehr sicher. Ich glaube, was anderes kriegt man. So, okay. Ja. Schlimmsten Fall, ne? Im schlimmsten Fall sehen wir uns einfach das nächste Match an und dann sprechen wir nicht mehr darüber, ne? Fast bei 200%. Das ist schon... Schon viel, ne? Das ist schon viel. Also ein guter Hit... Und er fliegt. Dann war's das mit Ian. Aber er führt ja auch noch. Also. Und der Funk hat's geschafft. Erste Runde. Tatsächlich geht weiter. Das fand ich sehr gut. Das war auch gut. Das war echt. Auch gut. Ein sehr sieges. Irgendwie ist mein Stuhl schief. Ja, dann mach ihn gerade. Wie denn? Weiß ich nicht. Ist aber auch eigentlich egal, oder? Oder stört dich das jetzt so sehr? Ja, doch, schon. Ja, das wird mir stinken an deiner Stelle. Warum? Ja, wollte mich nicht jucken. Okay. So. Ah, was wählen sie aus? Ich guck gerade. Also Charakter bleiben natürlich gleich. Ja, das. Mit was anderen habe ich nicht gerechnet. Ja, wobei.
Na, siehst du doch, Veränderungen? Doch, doch, ist gleich geblieben, ja. Wie verhalten sie sich denn noch gegenseitig? Sind sie noch beide human die sind noch miteinander? Die sind noch human miteinander, ja. Ja, dann passt das ja. Karte hatte ich jetzt nicht gesehen, welche das wird. Werden wir aber gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Ach, die Karte, ja. Ja, ich habe da bist du auch schon mal runtergefallen. Es gibt so einige Karten, wo ich bestimmt schon runtergefallen bin. Ja, nee, aber nicht alle. Alle hast du bisher noch nicht geschafft. Ja, ich habe ja auch nicht alle Karten gespielt. Eben. Deswegen. Aber ich finde so turnierenmäßig ist schon witzig. Schon lustig? Ja, also zum Zuschauen, ne? Also ja. Ich selber könnte mir den Stress nicht antun, ich bin ehrlich. Nee. Meinst du nicht? Nee, überhaupt nicht. So den Stress zu üben oder hier den Druck im Turnier? Wenn ich mich jetzt auf das Spiel einlassen müsste, dann glaube ich einfach mit dem Stress einfach. Weil in einem 1 gegen 1 logischerweise muss der auch ein 1 gegen 1 spielen, um besser zu werden. Mhm. Bringt ja nichts, wenn du im Team dann irgendwie ja, total am Rasieren bist, aber ein 1 gegen 1 dann halt gegen Leute einfach nicht dominierst. Ja, das stimmt schon. Wäre es ein anderes Spiel, da würde ich mich wahrscheinlich eher drauf einlassen. Aber bin auf jeden Fall beide gerade sehr stark unterwegs. Das war ein schwerer Hit. Aber man soll ja hier mal sehen, ob sagen. Ja, vielleicht kann das hier doch die okay. Sensor weiter ausbauen. Alter, okay. Das ist. Also, beiden noch mit 3 Leben. Okay. Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt natürlich bei 144%. Ja, aber vielleicht kriegt er ja noch ein bisschen Schaden raus. Ja, auf jeden Fall. Ja, tut er. Tut er. Das jeder Prozent zählt jetzt. Muss halt aufpassen, ne? Er ist jetzt bei 150. Das ist auch jetzt nicht so. Ich glaube, das war's. Nee. Oh, doch, wobei. Ja. Ja, gut. Beide 2 Leben. 22%. Da hat der eine schon mal einen Schaden. Sieht noch gut aus für das Funk. Noch ja. Außer er macht jetzt noch mehr Fehler. Wobei ich ehrlich bin, ich würde noch nicht mal die Fehler sehen, wenn er sie machen würde. Also. Doch, dass er runtergefallen ist, obwohl er den Sieg in der Tasche hatte, das war schon ein großer Fehler. Gerade eben oder davor? Das war in der ersten Runde, wo die, glaube ich, gekämpft haben. Ja, da habe ich schon ein jegliches Gedächtnis dran verloren. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut für die Form wieder. Ja, ne? Man hat echt gut aufgeholt. Ich glaube, er wollte auch wirklich nur spielen lassen. Man sieht sein verwirrtes Gesicht auf jeden Fall. Ja, also was das jetzt war, weiß ich auch nicht. Ich kann es dir noch nicht mal sagen, weswegen er gerade im Tor war. Also ich glaube, er hat jetzt einfach was Gehirnaussetzer vielleicht. Ja. Auf jeden Fall war er gerade verwirrt. Ja, das. Er war verwundert, ja, was passiert ist. Aber ja, komm, also 170%, eigentlich muss er jetzt mal so langsam mal fliegen. Ja, ja. 180, ja, okay. Ja. Immer noch nicht. Immer noch kein Fehler, nicht. Oh. Und da Funksprozente steigen natürlich auch, ne? Ja. Also es ist. Ja, okay. Jetzt hat er ihn. Aber er ist bei 83, aber gut. Okay, 92. Oh. Aber jeden Prozent, den er jetzt rausholt, ist eigentlich immer noch besser für ihn. Meine, ja, natürlich. Das ist halt noch gut gerettet. Ist natürlich nicht unmöglich, das haben wir auch schon gesehen. Kannst immer noch mit hohen Prozenten auch noch das Ding hier holen. Aber du musst halt auch bedenken, ne? Also ich meine, Bieren steht wahrscheinlich jetzt auch unter mehr Druck als Defunk. Ja, klar. Weil er hat auf jeden Fall halt jetzt schon eigentlich den Matchball und den hat er ja auch schon davor, die Runde. Vielleicht ist das halt jetzt auch. Das stimmt, jetzt. Der Grund, weswegen er halt jetzt ein bisschen mehr unter Stress ist. Und für Defunk ist das jetzt natürlich einfach gefundenes Stress, ne? Haben ja. Wenn er sieht, okay, ich habe eine Chance. Voll sehr guter Treffer. Das war sehr schön gemacht. Also, man kann eigentlich schon fast sagen, was man will. Ich glaube, auf die zweite Runde wird dann gefunden. Ohne, dass ich das jetzt hier natürlich jetzt... Sieht bisher danach aus, ja. Ja. Ist halt schon... Ist schon... Ja. Nicht schlecht. Heftig, okay. Also... Das wird spannend. Das wird richtig spannend. Das wird jetzt gleich letzte Runde. Man sieht auch...
Also Ian, man sieht das ihn an. Ja. Es wird echt spannend. Doch. Doch, doch. Also doch, doch, doch. Doch. Aber Karte wieder Schlachtfeld, glaube ich. Selbst die Robbe ist. Sogar die Robbe sogar ist. Sogar die Robbe ist. Sogar die Robbe ist. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Das sieht so plattgedrückt aus, das Gesicht, ne? Ist das mal aufgefallen? Ist das nicht auch normal bei Robben? Die haben doch nur so ein kleines Gesicht. Ich glaube, du bist Robbenhater. Ich bin Robbenhater. Mhm. Doch. Ich glaube, du hast was gegen Robben. Jetzt haben sie ihre Charaktere ausgewählt. Ja, es wird eh wieder dasselbe sein. Meinst du? Weil ja. Ian spielt auch manchmal Bayonetta. Ja gut, aber wird er jetzt eine Taktik? Ja, er müsste vielleicht mal eine Taktikänderung machen. Aber ob das sinnvoll ist? Ja, ich glaube, das liegt nicht an der Taktik. Ich glaube, das ist einfach... er ist gerade einfach schlecht. Aber es geht auf jeden Fall los. Ja, das ist auch schon mal gut. Dann sehen wir, wir haben noch kein Bild, aber kriegen wir bestimmt gleich. Jetzt, ja, sehr schön. Dann gleich. Oh, Wunder. Dieser Stuhl, Alter. Kannst du dich mal aufhören zu beschweren? Nee. Okay. Ja, das fängt so wie jede Runde eigentlich wieder an. Das gefangen erstmal aufs Maul bekommen. Davon nicht wenig. Nee, aber ich glaube, Ian ist jetzt auch in so einen Hyperdrive-Mode gegangen. Ja. Ich meine, er hat das Ding eigentlich schon fast in der Tasche gehabt. Ja, ja, eben. Und das wäre jetzt natürlich echt bitter, wenn er das noch gewinnen würde. Aber auch Riesenrespekt an Dafung, wenn er es gewinnen würde. Ja, moin. Aber, ne, das ist jetzt auch offen. Es kann noch alles passieren. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Vollzugsrespekt. In den nächsten 6 Minuten werden wir es auf jeden Fall erfahren, wer gewinnt. Und das sieht schon mal richtig, richtig schlecht aus für Dafung. Ja, gut. Das stimmt. 32% und schon ein Leben weg. Also ja, hat er nicht viel geleistet. Ist schon echt zustimmen. Kacke, das hat er verkackt. Aber er kann das besser, er weiß es ja auch. Also man kann es nicht ändern. Das ist so wie, genau. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel hier auf Glück basiert, auch absolut nicht. Aber er muss auf jeden Fall jetzt was gut machen. Und ich denke mal, das macht er auch gerade, ne? Das macht er sehr, sehr schön. 0% und er ist schon bei bisher. 120. Ja, gut, ja, aber ist ja auch noch das... Aber das wäre richtig gut, wenn er einfach kein... Ja, er hat er schon gesagt. Ja, aber die 5%, das ist ja... Ne? Das ist, glaube ich, für ihn jetzt auch nicht so wild. Ne? Das sind Peanuts für ihn. Ja. Er darf sich jetzt natürlich nicht... Oh. Der war fies. Auf den hat er gewartet. Und wir auch den gewartet hat. Oh, was war das? Erstmal wegfliegen. Ja, kleiner Missklick. Passiert mir auch öfters. Nicht schlimm. Passiert am besten. Oh. Sehr ja, schön, sehr war's. Schön. Ja, aber 30%. Auch nur 30%. Ist aber immerhin schon mal etwas, ne? Und du siehst ja, er geht auch direkt wieder ran. Weil er weiß, er hat jetzt noch was gut. Ja. Ian ist auch direkt aggressiv dabei. Ja, muss er. Muss er auch. Also eigentlich, wenn er weiß, dass er mit dem, ich sag jetzt mal, Pokémon da anscheinend wohl besser umgehen kann. Bin mir halt auch nicht sicher, ob jetzt irgendwie anhand, wenn die Pokémons wechseln, ob der eine dann irgendwie mehr Resistenz hat oder ob das alles gleich ist. Ich glaube, Schicki ist schon schneller als hier. Oh, das war ein guter Schlag. Das war echt nicht schlecht. Ja. Weil er hat ja auch hier Ranger Attack, ja? Jetzt ja. Oh, aber 100%. Ja, gut, aber das ist sehr schwierig. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Hätte er ihn da jetzt nicht eigentlich grabben können? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich meine schon. Oh, das wird jetzt richtig spannend, eng. Ey. Aber es geht halt leider auch. Was heißt leider? Es geht auch genauso wieder los wie davor. Ja, davon kriegt wieder hart aufs Maul, weil Ian aggressiv raufgeht und dann gibt es immer so eine Phase, wo die beide irgendwie nichts tun. Und dann übernimmt der Fong wieder. Es sind auch irgendwie immer dieselben Attacken. Also ja klar, das ist ja klar. Aber dieselbe Reihenfolge meine ich so. Mal kriegt der Fong dann aufs Maul, dann ist es halt so, dass dann der Fong irgendwie die Überhand jetzt so wie jetzt gerade wieder gewinnt. Das sieht man ja eindeutig. Er lässt sie nicht auf die Plattform und das ist meiner Meinung nach. Also das ist schon ein Verbrechen. Edge Control von der Fong ist schon echt gut. Ja. Also das zeigt er jetzt auch, ne? Ja, also ich muss sagen, ich glaube, du hast auch ein bisschen was abgeschaut von ihm. Warum? Ja, nee, ich habe da immer noch so ein Trauma. Ach so, ja. Von vor 2 Stunden. Das ist schon. Das war böse. Das war schon böse, ja. Aber ich bin. Aber es sieht gut aus, Witterfunk. 118% bei Ian. Ja, gut, aber das heißt ja nichts. Ne? Das heißt nichts. Nein, es kann hier alles passieren, aber. Oh, wenn er den jetzt hittet, dann kann das jetzt schon vorbei sein.
kann. Aber ich glaube, wir schauen erstmal weiter. Wir schauen erstmal. Aber es sieht verdammt gut aus für Davon. Das stimmt. Also auf jeden Fall 100% fast mehr Iren. Und ich glaube, ein guter aber Hit. Ein, ja, das oh, könnte es ja auch. Ja. Und das war's. Alter, Davon hat das gewonnen. Das war nicht schlecht. Heftig. Das war spannend. Das war gut gespielt von beiden. Ja, ich habe damit. Was hast du damit? Ich habe damit echt nicht gerechnet. Nein. Ich habe auch gedacht, hier Iren ja, kriegt das. Vor allem nach den ersten zwei Runden. Ja, das war heftig. Das war echt gut. Das war echt nicht so gut, aber der Comeback ist da. Er hat das Ding geholt. Mhm. Aber ich würde sagen, da müssen sich beide Spieler kein Brot irgendwie vom Tisch nehmen. Die haben echt gut performt.